ist manchmal ganz schön anstrengend zu rühren, ne? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Überraschung, Kathi ist da. Ich bin heute da. Ich habe gehört, dass der Claudio versucht hat, Regenbogenschleim zu machen. Eva war schon ein bisschen verzweifelt. Und da habe ich gesagt, ich komme und wir machen gemeinsam. Wir machen Regenbogenschleim. Endlich habe ich jemanden, der mit mir Regenbogenschleim macht. Wir haben dafür einmal Kochsalzlösung, Natron. Kleber, sehr, sehr viel Kleber. Wir haben diesmal hier durchsichtig. Ja, und wir haben 6 Schüsselchen. Und 6 Löffel und 6 verschiedene Farben. Genau, das teilen wir erstmal schön auf. Und das sind Glitzerfarben. Ja. Das sind hier so Kleopatra. Glitzer-Regenbogenschleim. Ja. Genau, wir machen erstmal in jede Schüssel eine Farbe. Es muss alles seine Ordnung haben hier. Dann kommt jetzt erstmal in jede Schüssel ein kleiner Klecks. Dann kommt überall ein bisschen Kleber dazu. Und Nummer 6. 6 Mal. Ich fange schon mal an zu rühren. Genau. Jetzt in natürlich Orange. Ein bisschen rühren. Rühren. Und das Ganze könnt ihr ganz einfach zu Hause nachmachen, auch wenn ihr hier diese Farben nicht habt. Ihr könnt natürlich Lebensmittelfarben benutzen oder Acrylfarben, je nachdem, was ihr so da habt. Funktioniert alles. Wasserfarbe nicht. Und legt euch am besten zu Hause Zeitung drunter. Hier ist nämlich schon überall alles bunt. Richtig. Aber unser Tisch ist natürlich gut abwaschbar. Wenn ihr nicht so einen großen Kanister voll mit Klebstoff habt, könnt ihr natürlich auch einfach ein bisschen weniger Schleim machen. Oh, ich finde, das sieht schon richtig toll aus. Das sieht sehr, sehr nett aus. Also ich habe hier lila, gelb und orange, rot und grün, blau. So, jetzt kommt überall ein bisschen Kaisernatron dazu. Eine kleine Prise. Und rühren. Jetzt hätte ich schon beinahe unseren Song von Schiene in die Kinderspielzeug gesungen. Da singen wir immer rühren, Baby, rühren. Claudio ist auch immer kurz davor. Ich finde, das sieht super schön aus. Absolut. So, dann kommt jetzt überall ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit dazu. Hast du schon alle 4? Ich habe alle. Ich habe mich nur 2 gerührt. Also hier ist nirgendwo mehr was drauf, deswegen gehe ich davon aus. Ich fange schon mal mit Orange an. Das macht besonders viel Spaß. Naja. So. Und je mehr man nimmt, desto schneller wird das Ganze auch Schleim. So, Orange ist fertig. Ja, ich würde mich mittlerweile als richtige Schleimexpertin bezeichnen. Wir müssen mal einen großen Schleimwettbewerb machen. Ja, Schleim-Olympiade. Lila ist auch fertig. Wir können uns gleich jeder ein bisschen von jeder Farbe nehmen und dann haben wir beide einen Regenbogenschleim. Oh, das ist manchmal ganz schön anstrengend zu rühren, ne? Ich glaube, Blau wurde noch nicht gerührt. Gelb ist Neon, ne? Gelb ist Neon, ja. Aber auch sehr, sehr hübsch. Aber ich glaube, Blau ist auch Neon. Die strahlen ganz besonders schön. Oh, ich habe mit Grün reingefasst. Oh, Eva. Nein! Das wird dann aber deine Hälfte. Das wird meine Hälfte. Ich glaube, der Löffel hat sich gerade gebogen. Kathi, wie rührst du? Ich glaube, sie sind alle fertig. Ich nehme hier schon mal meine Hälfte ab. Das ist die mit Grün. Ah, herrlich. Oh, der klebt auch ein bisschen. Ich glaube, wir müssten auch ein bisschen kneten. Oh, die Hände glitzern auch schon. Schön. Tagesziel erreicht. Glitzerhände. Blau? Möchtest du auch blau? Ich möchte bitte auch blau. Ich habe hier auch schon grün für dich. Also grün. Dann kommt gelb daneben. Das ist natürlich wieder die große Schwierigkeit, einen guten Regenbogen zu machen. Grün und gelb gehören auf jeden Fall nebeneinander. Blau gehört neben Grün. Dazwischen kommt Orange. Hier ist Orange. Und ich nehme mein Lila. Also geringen Grün. Jetzt habe ich Gelb und Lila. Das gehört eigentlich nicht zusammen, ne? Ich erinnere mich gerade an mein Regenbogen-Abenteuer mit Nina. Und wo ihr einen Tag nur Regenbogen-Essen bekommen habt. Ja, stimmt. Da hast du ihr geholfen. Und fertig ist unser Regenbogen-Schleim. Das hat super geklappt. Super einfach und das Ergebnis ist echt richtig toll. Je mehr man natürlich knetet, desto mehr vermischt sich das Ganze und ist dann irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz regenbogenbunt. Aber es sieht so cool aus.
super schöne Farbeffekte, super viel Glitzer und mega hübsch. So Claudio, so geht das. Genau, ein Video speziell für Claudio und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Auf jeden Fall. Gerne in die Kommentare schreiben, welche Farbe gefällt euch aus diesem Regenbogen am besten. Und vielleicht auch, was euer Lieblingsschleim ist. Genau, wie sieht euer Lieblingsschleim aus? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Themen für Schleims habt, auch natürlich alles unten rein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Daumen nach oben da lassen natürlich. Kanal abonnieren, nicht vergessen, kleine Glocke aktivieren. Und ihr könnt uns jetzt auch bei Instagram folgen, bei kati_caro und Eva einfach so. Eva unterstrich einfach so. Unterstrich natürlich nicht vergessen. Genau, nicht vergessen. Und natürlich kreative Ideen. Absolut, da ist das Ganze auch verlinkt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Inspiration Kids Club. Tschüss.